Wenn ich das früher gewusst hätte. Da sind mir echt die Tränen gekommen. Pentatonic Superimposing. Und du kannst eh schon alles. Hey Michi. Hey Rico. Ja, Pentatonic Superimposing. Das klang richtig cool, was du gespielt hast. Erklär doch mal, was ist denn hier los? Das ist das Witz, der Witz. Das Witz. Nein, das Gute ist, ich kann mit der Pentatonik, die ich gelernt habe, kann ich im Prinzip drei unterschiedliche Farben erzeugen. Mhm. Wir haben jetzt in A-Moll gespielt. Und wir kennen alle die A-Moll-Pentatonik. Wer kennt sie nicht? Aber noch einmal kurz. Mhm. Fünfte Lage A-Moll-Pentatonik. Und jetzt gibt es zwei weitere Pentatoniken, die wir spielen können in diesem A-Moll-Playback und die andere Farben erzeugen. Mhm. Und welche das sind, das erklärst jetzt du mal. Können wir machen, ja. Man kann sich mal überlegen, es geht immer wieder ums Gleiche, es geht zurück um die Stufenakkorde, oder? Ja. Ja, so wenn man die weiß. Ja, das bringt einen Vorteil. Ja, wenn man da Lust drauf hat, ja. Wir wissen, okay, unsere Stufenakkorde, wenn ihr das nicht mehr wisst, hier ist die Folge, wo ihr das nochmal auffrischen könnt, ja. Aber in C-Dur, Parallele zu A-Moll, ja, dieselben Stufenakkorde, ja. Da gibt es 3-Moll-Akkorde. So ist es. Auf der zweiten, dritten und sechsten Stufe. Ja. In C-Dur wird es D-Moll, E-Moll und A-Moll. Ah. Ja. Nicht schlecht. Beispiel, ja. Ja. Jetzt hier zum Beispiel haben wir jetzt gesagt, okay, wir sind das in A-Dorisch. Mhm. Das heißt, A-Dorisch ist die zweite Stufe von G-Dur. Wer sich mit Dorisch nicht so gut auskennt, kann das hier nochmal auffrischen. Aber in G-Dur sind wir eigentlich, ja. Da ist auch die zweite, dritte und sechste Stufe Moll. Mhm. Das wäre A-Moll, B-Moll und E-Moll. Ja. Und lustigerweise, diese vier Klänge, A-Moll 7, B-Moll 7, E-Moll 7, ja, wenn man den jetzt noch einen Ton dazu gibt, ja, weil der Ton, der noch fehlt von so einem Vierklang-Arpeggio zur Pentatonik, ist der vierte Ton. Ja. Ja, weil wir haben 1, 3, 5, 7 und der vierte fehlt, dann haben wir schon Pentatonik. Eins mehr. Wenn ihr das übrigens genau wissen wollt, sofort den Newsletter abonnieren, ja. Dann kommt das PDF zu euch. Und ihr checkt alles. Ja. Und witzigerweise geht sich das voll aus. Ihr könnt sehen, gleich auf dem PDF, ja. Ihr könnt sehen, dass das tatsächlich funktioniert. Diese 4, die ist auch immer in der Tonleiter dabei. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir diese 4 Klänge haben, A-Moll 7, B-Moll 7, E-Moll 7, sondern es ist sogar die Pentatonik. A-Moll Pentatonik, B-Moll Pentatonik und E-Moll Pentatonik. All diese Töne aus diesen Pentatoniken gehören alle zu A-Dorisch. Es ist nicht zu glauben, aber es ist so. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal an, warum das interessant ist. Ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen zum Beispiel mit E-Moll-Pentatonik an, oder? Mhm. Und schauen mal, wenn wir eine E-Moll-Pentatonik spielen, wie in Relation zu dem A, was da für Erweiterungen da rauskommen. Ne? Also die E-Moll-Pentatonik, und wir schauen, dass wir möglichst jetzt auch in der Lage bleiben, in der wir vorher in der A-Moll-Pentatonik waren. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig. Die meisten wären dann wahrscheinlich runtergerutscht hier im 12. Bund und hätten hier den gleichen Fingersatz gespielt. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber nicht ganz so schwer. Ich spiele die E-Moll-Pentatonik mal hier. Das ist eigentlich in der vierten Lage. Aber
es ist noch in dem Bereich, in dem wir vorhin eben diese A-Moll-Pentatonik gespielt haben. Also E-Moll-Pentatonik, und ich fange jetzt beim A an, den tiefsten Ton jetzt hier. Das ist sie. Und jetzt schauen wir mal, welche Intervalle wir da erzeugen im Verhältnis zu A. Also dann hätten wir praktisch A, die Prim sozusagen. Dann hätten wir mit dem B die Sekund, die wir jetzt als 9 bezeichnen. Ja. Und das ist schon mal der erste große Unterschied. Ja. Das heißt, hier vorher hatten wir ja das C, das ist die kleine Terz. Ja. Genau. Jetzt haben wir einen Ton, der eine super tolle Farbe gibt, oder? Ganz genau. Das ist wirklich total super. Diese 9 klingt einfach immer toll. Ja. Nicht nur in Akkorden, sondern eben auch in der Skala. Finde ich eine schöne Erweiterung. Tut nicht weh. Klingt schön. Ja, genau. So, dann geht's weiter mit dem D. Ja, das ist die 4 beziehungsweise die 11, würden wir sagen, wenn wir das jetzt als Erweiterung sehen. So, dann geht's weiter mit der Quint, das E. Dann geht's mit der 7, mit der kleinen 7 weiter, mit dem G. Ja, also nochmal. Und dann sind wir schon wieder bei der Oktave. Das ist ja total lustig, das heißt, es ist nur ein einziger Ton anders als ganz vorher. Genau. Also wir hatten ja vorher diese Pentatonik. Ganz Magst du nochmal vormachen, wie das klingt? Ja, wir könnten ein bisschen spielen nochmal darüber. Unbedingt. Und ich spiele jetzt im Wechsel ein bisschen A-Moll und dann wechsle ich mal, dass wir mit E-Moll die 9 mit reinbekommen. Mhm. Okay? Bereit? Jo. Sofort viel jazziger eigentlich, oder? Ja, total. Und man kann wirklich auch schöne Übergänge spielen zwischen der A-Moll-Pentatonik und der E-Moll-Pentatonik. Zum Beispiel auf die 9 springen. Mhm. Ja. Wenn ich hier beim C bin, die kleine Terz von A, wenn ich dann zurück zu der 9 gehe, das klingt immer toll, finde ich. Zum Beispiel. Und Gleiches gilt natürlich auch hier ganz oben im Register. Ne? Super. Hier muss man allerdings total vorsichtig sein, weil was du machst, ist natürlich total schlau. Eigentlich will ich ja meine A-Moll-Pentatonik immer noch sehen. Ja. Und nur überlegen, ah ja, welcher ist denn jetzt anders? Mhm. Welchen spiele ich jetzt? Wenn ich jetzt aber hergehe und das einfach hier raufschiebe, dann ist man erstmal irgendwo geneigt dazu, immer die gleichen Abfolgen zu spielen wie sonst. Und dann landet man halt blöderweise jetzt auf bestimmten Noten, die einfach vielleicht nicht so gut klingen, weil wir sind ja nicht in E-Moll. Wir können es ja mal ausprobieren. Ja. Ja, so sollen wir mal. Genau. Wieder mit Playback. Gerne. Genau, die Herausforderung liegt darin, dass man wirklich sein Ohr einschaltet und sagt, okay, wie klingen denn diese Töne jetzt? Und auf welchem Ton beende ich meine Phrase? Und nicht überrascht sein, dass wenn man jetzt exakt das gleiche spielt wie da unten,
dass es dann irgendwie komisch klingt, weil man ja irgendwie natürlich gewollt, geneigt dazu ist, auf dem A zum Beispiel aufzuhören. Ja. Ja, oder auf anderen Tönen. Aber das Schöne, finde ich, an dem, dass man irgendwann mal es schafft, in einer Lage zwei Tonleitern zu spielen oder Pentatoniken zu spielen, sind diese Übergänge, die man schafft, von der einen zur anderen. Die fehlen ja natürlich vollkommen, sondern ich spiele hier Patterns und ich spiele hier Patterns. Ja? Aber wenn ich hier Patterns spiele und dann die beiden Skalen so gut visualisiert habe, dass ich von der einen in die andere gehe, dann kommen so schöne Übergänge zusammen, die zum Beispiel... Also das, was es interessant macht, sind die Übergänge zwischen den einzelnen, also da passiert was. Das heißt, man kann Ideen auch fortsetzen dann. Ganz während, genau. Wenn ich das hier mache, unterbreche ich den Fluss. Ganz genau. Und fange nochmal von vorne an. Das ist natürlich noch extrem, weil zwischen der A-Moll-Pentatonik, der ist auch der weiteste Sprung, den man sich ja vorstellen kann, der funktioniert. Deswegen ist das eigentlich nicht, also nicht wirklich eine Option. Ja. Was vielleicht funktioniert, ist die nächste Pentatonik, ja, die man auch noch benutzen kann. Ja, die nächste ist deutlich einfacher jetzt. Mhm. Ja, das wäre die B-Moll-Pentatonik. Und wir können uns wieder mal anschauen, welche Töne im Verhältnis zu A dann, welche Erweiterungen da klingen. So, wenn wir nämlich die B-Moll-Pentatonik spielen, können wir sie zum einen tatsächlich, das ist das, was du angedeutet hast, mit zwei Bünden nach oben ist sie nicht so weit. Ja, aber ich glaube, das kriegen wir auch noch gebacken, dass wir die auch wieder hier in der vierten Lage spielen. Und die wäre dann folgende. Alles im Newsletter drin, schaut einfach mal nach. Ganz dann genau. Lohnt sich es endlich mal, diese Fingersätze zu lernen. Ja. Ja, endlich mal lohnt sich das, zu sagen, hey, jetzt nehme ich mal den, der da wirklich in der Nähe ist, weil ich kann es unmittelbar einsetzen. Und wir können jetzt mal schauen, was da passiert. Also wir haben wieder ein A, die Prim. Passiert nichts, aber dann geht es wieder mit der 9 weiter, dem B. Dann geht es weiter wieder mit der Quarte, der 11. Wieder die Quint. Bleibt. So, und jetzt kommt der große Unterschied. Wir haben hier eine 6, die 13. Und dann wieder die Oktave. Mhm. Okay? So, und wenn wir das mal spielen, dann haben wir nochmal eine Klangfarbe dazu gewonnen. Genau, wir haben wieder einen Ton eigentlich anders im Vergleich zur E-Moll-Pentatonik. Ja. Wir haben jetzt die 9, aber wir haben jetzt... Ja, wir haben die 6 statt dabei, der 7. Die große 6, was eigentlich jetzt den dorischen Sound bringen würde, genau, bei dem A-Moll. Genau, das sollte man vielleicht nochmal zeigen. Wenn ich nämlich die dorische, also in dem Fall A-Dorisch spiele, dann haben wir nämlich die große 6 drin, ne? Ja, also, ich probiere es jetzt mal einfach mal ein bisschen mit der B-Moll-Pentatonik. Absolut. Weißt du, was total lustig ist? Dass einem der Sound der ganz normalen A-Moll-Pentatonik auf einmal so langweilig vorkommt. Ja. Und es ist immer nur ein Ton, der sich ändert. Das ist eigentlich witzig. Ich tausche nur einen Ton aus und es ist ein ganz anderer Sound. Ja. Und jetzt das Ganze nochmal garniert, zum Beispiel mit der A-Dorisch, mit der Tonleiter. Das, finde ich, ist dann so das, was das Ganze nochmal so richtig in eine andere Dimension bringt, weil dann kann man nämlich auch so schön mit chromatischen Übergängen mal arbeiten. Sollen wir da mal was probieren? Ja, klar.
Das macht Spaß. Yeah. Und das sind jetzt schon, das sind ja jetzt schon sehr viele Bausteine, die wir haben. Wir haben die A-Moll-Pentatonik, die E-Moll-Pentatonik, die B-Moll-Pentatonik, wir haben A-Dorisch. Ha, da kann man schon einiges machen dann, oder? Weil wenn man eigentlich alles in einen Topf werfen würde, A-Moll-Pentatonik, B-Moll und E-Moll, haben wir eigentlich A-Dorisch. Ja, sind alle Töne drin von A-Dorisch. Genau. Wir müssen alle da reinschmeißen. Und das Interessante ist natürlich bei der Pentatonik, dass ich dann, ich kann jetzt, wenn ich will, alle Töne einzeln benutzen. Und was dann manchmal das Problem ist, dass ich bestimmte Töne nicht auflösen kann. Hm. Zum Beispiel die große Sechst, wenn ich die spiele, dann ist die eigentlich relativ dissonant. Ja. Und die möchte eigentlich gern aufgelöst werden. Aber in der Pentatonik, in der B-Moll-Pentatonik, habe ich zum Beispiel jetzt keine Möglichkeit, den aufzulösen nach oben hin. Ja. Ich kann ihn nur nach unten auflösen, zur Quinte. Natürlich ist es dann da legitim zu sagen, ich löse den jetzt dahin auf, wo eigentlich jetzt die B-Moll-Pentatonik nicht wäre. Und das sind dann so Kniffe, die man vielleicht doch dann irgendwie beherzigen muss. Klar, und ich kann natürlich den Sound aber auch wirklich ausspielen, dass ich sage, ich spiele mal wirklich nur die Pentatonik und lebe damit, dass der nicht aufgelöst wird. Ja. Aber da, weil wenn der eine oder andere jetzt kommt und sagt, hey, das klingt aber total komisch irgendwie, das ist irgendwie seltsam, macht euch wirklich klar, wie jeder einzelne Ton hier in dieser Tonleiter jetzt klingt. Ja? Also B-Moll oder E-Moll-Pentatonik hier oben klingt einfach dann anders über A-Moll gespielt. Das ist völlig logisch. Ja? Da muss man sich erstmal klar werden und wenn man dann irgendwie sagt, hey, boah, das klingt aber total, total seltsam, liegt es einfach nur daran, dass ich nicht weiß, wie diese Töne jetzt wirklich klingen. Ja. Ja, ich denke, genug Stoff, um jetzt noch mal eine Woche zu üben. Oder zwei. Vor allem, wenn jemand das Rüstzeug hat, sagen wir mal, die Pentatonik-Lagen zu kennen, dann ist es jetzt praktisch ad hoc eine Möglichkeit, andere Klangfarben zu erzeugen, was man vorher vielleicht nicht gewusst hat. Mhm. Den Jamtrack könnt ihr auch bekommen im so Newsletter. Ja, genau. Meldet euch einfach an und die Sachen sind unterwegs. Mhm. Prima. Ja. Ansonsten, wir spielen noch eine Runde. Ja. Hier gibt es noch andere Sachen, die euch vielleicht noch gefallen. Schöne Woche.